Einen Baba was? Greenscreens? Ich mach das nur so auf korrekt. Ich meine, die Jungs haben mit Baba Greenscreens spendiert. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, ich weiß ganz genau Bescheid. Die erste Frage, die ihr euch stellt, ist, was ist mit diesem Shirt passiert? Ja, ich kann versichern, weder das Shirt noch ich wurden zu heiß gebadet. Denke ich halt mal. Sondern es liegt einfach an meiner momentanen Ernährung und an meinem Training. Zahlt sich natürlich aus, wenn man sich ein Shirt um über 400 Euro kauft, wenn man dann 3 Monate später nicht mehr reinpasst. Völlig egal, liebe Freunde. Bald ist es soweit, meine neue Modemarke an den Start. Und da gibt es dann wieder Shirts, die passend geschnitten sind. In Oversize natürlich. Seid auch ihr gespannt, der Schnitt wird Bombe. Also ich bin irrsinnig hyped auf diese Marke. Da steckt so viel Herzblut drinnen, da steckt so viel Arbeit drinnen. Es hat viel zu lange gedauert, viel länger als es hätte dauern sollen, aber gut Ding braucht Weile und wenn man Ansprüche an die Qualität hat, muss man in den Zeitansprüchen auch immer wieder mal Abstriche machen. Zumindest, wenn man die Modemarke M&M kriegt. Liebe Leute, ich will gar nicht mal länger quatschen. Wie ihr es im Titel schon kennt, gelesen habt, geht es heute wieder um ein Reaction-Video und zwar reagieren wir auf das Haus von ApoRed. Mir ist bewusst, dass da vielleicht der ein oder andere, wie zum Beispiel Unge, schon darauf reagiert hat, aber prinzipiell war ich auch schon in meiner Jugend ein Spätzünder. Das betrifft anscheinend auch die Reactions. Schauen wir uns das Video an. Mein neues Haus, Roomtour XXL. Wir haben ja letzte Woche schon auf ApoRed 20.000 Euro Dior Haul reagiert. Und ja, ich nehme mal stark an, das Haus wird ähnlich extravagant sein. Also ich bin mega gespannt, was uns da erwartet. Wenn wir so auf den Thumb schauen, schaut das ja nach einer Villa aus, Freunde. Also das ist ja komplett krass, in was der... Der ist doch erst umgezogen vor einem Jahr in irgendein normales Einfamilienhaus. Also ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich würde sagen, starten wir rein, oder? Ja, mal Leute, was... Servus! Red! Weil ich ja letztens immer Apo gesagt habe, ja. Das heißt Red, sorry. Genau, Digga, Haustür ist angesagt. Let's go, da haben wir hier. Wir sind ja gerade in unserem Flur. Aha, aha, aha. Sehr minimalistisch, in weiß gehalten, so wie ich das auch immer wieder mache bei mir in der Wohnung. Die Lichter sind hier oben, wie man hier sieht. Das ist natürlich praktisch, wenn die Lichter schon fix fertig in... Ich habe schon wieder einen halben Schlaganfall, glaube ich. Fix fertig in der Decke als Spots montiert sind. Ansonsten hängt da ewig lang eine Glühbirne, bis man sich endlich mal eine ordentliche kauft. Ich kenne das. Ist in 3 Zimmern immer noch so bei mir. Ja, recht modern. Man kennt die noch nicht anders. Ich habe mich halt immer so... Nice is off. Na, doch nicht. Also hinten die, das Pink an dem Aufwahlkreuz finde ich nice, aber diese Simpsons-Kollektion gar nicht mein Fall. Eine Kommode, ne? Also ich habe jetzt so die wichtigsten Sachen wie Autoschlüssel etc., Schuhe, Muhe, alles ist hier drin. Wichtig. Ach ja, falls ihr mal auf Toilette wollt, hier ist das Gäste-WC. Auf entspannt. Ja, also dieser klassische Einbaugeschichten, die man halt hat bei neuen Wohnungen und bei neuen Häusern. Nichts besonders Aufwendiges, aber natürlich nobel und einfach gestaltet. Man hat hier alles, was man braucht. Sieht doch hier schön aus. Der Interieurexperte ist da am Start. Mit dem Stein, dem Grau und so. Na, man kann sich nicht beklagen. Okay. Willst du den Leuten mal nicht Hallo sagen? Ja? Okay, da sehen wir natürlich schon den Off-White-Rug, der passt natürlich perfekt da in diese Wohnung hinein. Also wir haben bis jetzt weiß gesehen, viele Grautöne, man könnte sagen sehr monoton. Aber wenn man es monoton, schlicht und minimalistisch halten möchte, dann ja, da passt einfach der Rug wie die Faust aufs Auge, finde ich. Ja, der haut gerade ab, Digga. Da wollte man gerade ihn zeigen, der chillt einfach noch da. Freunde, der Teppich. Ja, die Couch natürlich auch passend dazu. Würde mich interessieren, ob er die extra in Grau genommen hat. Polster ist Geschmackssache, ich nehme mal stark an, den hat er von Prinz Markus geschenkt bekommen. Natürlich ein Versace-Polster um 500 Euro. Ich bin... Es ist eine ganz normale IKEA-Couch. Nichts Großartiges, dazu noch ein paar Kissen, schön... Couches ist so eine Sache, Freunde. Wenn man alle paar Jahre eine neue möchte, dann bietet sich's natürlich... Ach, das Leiber, das könnte ich sprengen. Das ist ja abnormal. Bietet sich's natürlich an, eine billige zu nehmen. Ich gebe lieber ein bisschen mehr aus. Wenn ich sage ein bisschen mehr, rede ich aber jetzt nicht von einer 30.000 Euro Rolf-Benz-Couch, so wie die das Lindsay immer das Hand hat, sondern eher von so, keine Ahnung, 2.000 Euro. So um den Dreh. Da bin ich schon sehr zufrieden, muss ich sagen, mit meiner. Bräunlich, im leicht grünlichen Ton. Warum? Der Marmortisch hat auch leicht grünliche Töne. Also, ihr wisst... Apo RED, er achtet immer auf Kombinationen, man kennt ihn auch eigentlich anders. Ein paar Bilder, damit der Hase ein bisschen schicker aussieht, ist natürlich wichtig. Auf dem Rechenbild. Ist natürlich wieder scheißegal, was da auf den Bildern oben ist. Hauptsache, es passt zum Interieur.
Ja, bin ich kein Fan davon, wenn man sich Bilder aufhängt, dann sollte man auch einen Bezug dazu haben und es soll nicht unbedingt nur als Dekoration dienen. Das ist irgendwie so Basic-Geschichten und wenn ich ein Heim habe und mir mein Heim einrichte, apropos Heim, jetzt kommt wer heim, hallo, dann sollte das auch irgendeinen Bezug zu mir selbst haben, finde ich. Erkennen wir eine dicke Welle? Also die Frage ist, warum Welle? Das ist natürlich ein metaphorisches Beispiel. Ja. Jetzt bin ich gespannt, für was die Welle ein metaphorisches Beispiel ist. Vielleicht für den Untergang der zwei YouTube-Kanäle von ihm? Ja, für meine Macht auf YouTube. Keine Ahnung, es war auch ein gutes Bild. Und links haben wir ein anderes Bild, wo Balance steht. Und hier. Ja, also absolut überhaupt keine Bedeutung dahinter, so wie ich mir das schon gedacht habe. Das L nicht ganz im Balance. Also ist ganz cool, hier auf der Couch auch, haben wir auch einige... Das ist so, wie wenn du diese Basic-Bilderrahmen kaufst, wo schon vorgefertigte Bilder drin sind und du die eigentlich gar nicht austauscht gegen Bilder von dir, sondern die einfach eins zu eins aufhängst. Finde ich auch mega witzig. Ladekabel, weil es natürlich den einen oder anderen Goofy gibt, der keinen Akku hat, weil er über Nacht seine Hände nicht aufgeladen hat. Der Papa sagt, hey Red, kann ich mein Handy aufladen? Und das habe ich so oft gehört, dass ich mir dachte, komm, habe ich das iPhone und Samsung-Ladegerät immer hier am Start. Ja, Freunde. Okay, die Küche, Leute, auch basic, natürlich nichts Besonderes Aufregendes, aber schaut nice aus. Wir sehen da unzählige Küchengeräte, die ich stehen habe. Der Mann ist natürlich wahrscheinlich am Kochen da viel, kann ich mir nicht vorstellen. Lichter hier oben. Ja, nur Spots. Auch halt wie im Flurbereich. Wir haben einen Wasserkocher, wir haben einen Reiskocher, wir haben einen Mixer, wir haben noch einen Hochleistungsmixer. Aber ich glaube, das Interessante für euch ist, was im Kühlschrank drin ist. Da haben wir alles, was euer Herz begehrt. Oh, okay. Also auch ein Mann, der einkaufen geht. Hummus, Avocado, Pudding, Mann. Bei mir nur Hummus. Milch, Katzenmilch und Sucuk. Das ist der Küchenbereich. Ich denke, das ist für die meisten nicht so interessant. Ist aber recht simpel, recht übersichtlich. Das ist wichtig für eine Küche. Was mit der Kamera los? Hat der sich nicht erst vor kurzem neue Kameras besorgt? Wieso ist die so schlecht? Und das ist sehr wichtig. Ich würde sagen, gehen wir erstmal zur Fernsehwand. Let's go, das Häschen. Das schaut natürlich nice aus. So schlecht auch die Musik im Hintergrund, oder? Freunde, gehen wir rüber. Ja, sehr fein. Also das kann auf alle Fälle was. Dieser Fake-Kamin da unten mit dem Fernseher drüber, das schaut wirklich sehr nice aus. Wie man auch sieht, ist... Ist dich jetzt ausgesperrt, oder was? Na. Also, wo waren wir? Ja, das ist... erhaben. Also man sieht hier, das ist erhaben, das heißt, es geht etwas nach vor. Schaut natürlich sehr, sehr fein aus. Die Pflanze da, bei mir gehen alle Pflanzen ein. Also ich habe zwei Pflanzen, keine Ahnung, wie die bis jetzt überlebt haben. Teuersten Bereich im Wohnzimmer und zwar die Edel-Antik-Marmorwand. Das ganze Wort vom Designer Philippe Anzoir aus Frankreich extra angefertigt. Blödsinn. Wir haben hier, also, hier hochwertiges Marmor. Ist natürlich ein Blödsinn. Ja. Und ein Edelkamin im Wert von 80.000 Euro insgesamt. Ja, aber ich glaube, das war schon drin, bevor er eingezogen ist. Ich glaube nicht, dass er das im Nachhinein... Kannst du noch lauter sein vielleicht? Yeah, ja, Mann! Ich glaube nicht, dass er das im Nachhinein noch anbringen hat lassen. Also alles hier bleibt Spaß, Freunde. Also das Ding, Freunde, das Ding ist Holz. Das ist Holz. Ah, okay. Aber für das mega gut gemacht. Ich hätte mir jetzt wirklich gedacht, dass das Marmor ist. Jetzt, Freunde, diese, man hat ja einfach... eine Holzwand für 30 Euro geholt, Marmorfolie für 20 Euro und hat das Ganze bekleben lassen. Das Einzige hier, was ein bisschen teurer war, also ein bisschen die Handwerksarbeit, da kam extra Hand. Das finde ich aber mega cool. Also aus einfachen, billigen Materialien hier was zu erschaffen, was wirklich sehr, sehr edel aussieht, das, ja, Respekt geht raus für den, der es gebaut hat. Same wie beim Kleiderschrank habe ich natürlich auch nicht selber gemacht. Lecker. Afghane, Digga. Aus Frankreich. Er hat das Ganze bereit gemacht. Er hat das Ganze so ein bisschen konfiguriert, ein paar Löcher reingehauen, damit dieser Fernseher hier reinpasst. Wir haben ja einen 75 Zoll Fernseher. Nichts Besonderes, 4K, soweit ich weiß. Der was? 75 Zoll 4K, natürlich nichts Besonderes. Sieht man bei Hart aber Herzlich natürlich auch immer wieder auf RTL in den Wohnzimmern der Leute stehen. Sogar in Relation echt günstig, muss ich sagen. Ich habe den, glaube ich, irgendwie für knapp 1000 Euro bekommen. Ja, da war das iPhone, bei dem er abgezogen wurde, um einiges billiger, teurer. Und das ist wirklich mega günstig für einen 75 Zoll 4K Smart TV. Keine Ahnung, wie viel Herz werden, ne? Ein großes hoffentlich. Ein Elektrokamin. Der eigentlich in der Relation auch relativ günstig war, hat aber eine Heizungsfunktion. Und ich finde, es sieht auf jeden Fall sehr schön aus, sehr modern. Also ich feiere es, Digga.
Ich feiere das. Ja. Ich habe hier noch so eine Bonsai-Pflanze aus Japan, die ist aber absolut gestorben. Ich habe da gar keine Hände für sowas. Ja, willkommen im Club. Ja, was soll man machen, Digga? Aber ich glaube, ich kriege das noch irgendwie gebacken. Ja, und dann haben wir doch hier so eine Landbau. Ja, finde ich, hat diesen fragilen, schlichten und nicht so aufdringlichen Look. Erinnert mich fast ein bisschen an die Sessel von der neuen Off-White Wet Grass Kollektion von IKEA und Virgil Abloh. Nur halt nicht in Holz, also nicht so industriemäßig, sondern in Metall. Also finde ich ganz cool. Wie ich da rede, das war echt der größte Möbelexperte überhaupt. Von spannenden Hasen, sieht auf jeden Fall ganz schick aus, recht modern. Nicht ganz so günstig, aber egal. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach rüber zum Garten. Weil ich denke, Garten wird auch für viele interessant sein. Deswegen, let's go, machen wir jetzt Stepper zum Garten. So, Freunde, die Sonne knallt. Und nochmal, wir sind gerade hier im Garten. Wir haben hier 50 Quadratmeter Terrasse und etwa 140 Quadratmeter Garten, ganz normale. Man sieht natürlich, ApoRed ist ein Freund der Gartenarbeit, also er hat wirklich keine Zeit, Kosten oder Mühen gescheut, hier den Gras auf Vordermann zu trimmen und wirklich geschaut, dass das hier einen schönen Golfplatz-gleichen Look hat. Also Props gehen raus an diesen Gärtnermeister mit dem grünen Daumen. Steine hier am Boden, ganz richtig. Wir haben hier so einen Garten-Esstisch, der wurde auf jeden Fall ja, auch benutzt für die eine oder andere Sommersession. Ja, aktuell gar nicht, aber wie gesagt, es wurde hier oft gegrillt, mit den Jungs abgehangen. Okay, wie lange wohnt der da schon drin? Ist das eh dieses Haus, was er mal hergezeigt hat? Ich check gar nichts mehr. Anni war sogar auch einmal hier zu Besuch, da haben wir auch gechillt und generell mein Besuch hier war. Aber das Ganze kann man natürlich nur im Sommer machen. Aktuell friere ich gerade komplett den Arsch ab. Ja, der Garten ist bis auf Herbst angelehnt. Man sieht ja auf jeden Fall die ein oder anderen Herbstblätter. Von lange auf jeden Fall der Rasen nicht gemäht, aber ja. Ich würde das Haus auch gerne mal von vorne sehen. Aktuell hänge ich auch gerade wirklich 0% im Garten. Ich bin, glaube ich, das seit 2 Monaten nicht mehr hier gewesen. Ja, ein schöner Baum ist hier am Start. Ich habe mir so überlegt, so für den nächsten Sommer, ja, das muss ich ja mit den Jungs machen, Federball, Digga. Vertraut mir, Federball kommt richtig nice. Mega nice. Federball im Sommer, beste Leben. Ich habe das mal einen ganzen Sommer lang mit meinen Freunden gespielt. Und jedes Mal, wenn einer verkackt hat, musste der 20 Liegestütze machen. Nach dem Sommer, wir waren so shredded, das war Wahnsinn. Aktuell, wie gesagt, Wetter hat keinen Bock, Wetter macht nicht mit. Aber das Haus schaut wirklich so aus wie auf dem Thumbnail. Deswegen wird hier aktuell auch nichts gemacht. Wo wir gerade beim Thema Sport waren, wir gehen rüber zum Fitnessroom. Let's go. Cookie, erzähl den Leuten mal etwas, komm. Erzähl mal eine Story. Ich mich einfach beinhart angespuckt habe. Erzähl mal eine Story, Brudi. Cookie. Was sagst du zur aktuellen Situation in China, ne? Was sagst du? Okay. Gymroom, ganz wichtig. Let's go, also. Ja, Treppen, ganz normal, Treppen, man hat hier noch diese. Wer Katzenvideos anschauen will, der kann sich das selber nochmal anschauen. Babyteppiche rangehauen, damit keiner auf die Schnauze fällt. Ja, das ist wieder so richtig Mami-Style, oder? So Teppiche anbringen, damit niemand ausrutscht, vorsichtig sein, vielleicht noch überall so ein paar Stopper anbringen und spitze Gegenstände entfernen. Okay, das ist hier das Entrance vom Gym Room. Haben wir noch so ein Supreme Bambus, wie nennt man das? Gut, ich muss jetzt nicht lästern, ich habe da hinten die Supreme Boxen im Hintergrund, aber würde ich mir persönlich nicht reinhängen, das ist, keine Ahnung. Das erinnert mich dann so, als wäre ich bei irgendeinem Freund bei der türkischen Familie essen oder so weiter. Die hatten auch nochmal sowas. Also nicht mein Fall. Das Supreme Bambus Türenhänger oder sowas? Mhm, Türenhänger, so nennt man das. Keine Ahnung. Hatte ich mal so da gehabt und gesagt, komm, perfekt. Sieht geil aus und beim Gymroom würde ich schon. Ah, sieht super geil aus. Ähnlich wie diese Perlketten, die sich manche über ihre Autositze hängen. Also finde ich wirklich ganz, ganz schön. Elegant. Wir wollen, dass die Tür auch immer offen bleibt, weil damit schön Luft reinkommt. Gehen wir rein, liebe Freunde. Wie das auch immer raschelt. Dieses Gerät ist natürlich das größte Gerät. Und warum hängt das vom Fitnesscenter? Damit du jedes Mal, wenn du schweißnass wieder rausgehst, dein Salz an der Perlenkette hängen lässt? Ich weiß nicht. Die Multipresse, aber ihr habt hier wirklich 1000 Möglichkeiten. Ja, in der Küche die Orangenpresse, im Fitnesscenter die Multipresse, auf YouTube die Lügenpresse. Also es hat alles einen Sinn. Ihr könnt ja wahrscheinlich auch Klimmzüge machen. Das wäre mega, wenn ihr jetzt keinen einzigen schafft. Spaß, okay. Ja, Klimmzüge könnt ihr machen, ihr könnt hier Squats machen. Ihr könnt hier mit dem Kabel trainieren, ihr könnt hier also wirklich ganz, ganz viel machen. Das ist eigentlich für mich so das wichtigste Gerät. Eigentlich arbeite ich nicht
hauptsächlich damit. Ich benutze das meistens gerade aktuell nur so für Klimmzüge. Ich bin Freund davon, immer frei zu trainieren. Also meistens sogar ohne Geräte. Naja, schauen wir uns mal die anderen Sachen. Fitnesscenter zu Hause wird für mich nie in Frage kommen. Ich liebe es einfach extra, wohin zu gehen oder wohin zu fahren und schon im Kopf zu haben, ich gehe jetzt trainieren. Also wie soll ich trainieren gehen? Ah, das Fitnesscenter, ah, mein Fitnesscenter ist ein Zimmer weiter. Dann mache ich es, glaube ich, nicht. Let's go. Das ist der Rest des Gym-Rooms. Das ist auch nicht einladend, Freunde, oder? In seinem kleinen Kellerzimmer zu trainieren, da gehe ich viel lieber ins Fitnesscenter. Keine Ahnung. Hinten ein Laufband und darüber ein 32 Zoll Smart TV, damit ihr auch alle eure Serien schauen könnt. Vertraut mir, Laufen in Kombination mit... Wieso geht man nicht draußen laufen? Das ist das Nächste, was ich nicht verstehe. Serien schauen, top gesell. Da habe ich noch eine ganz normale Hantelbank, eine mega professionelle, keine Billigbank. Ja, dann könnt ihr vorne noch so eure Beine trainieren. Also man hat hier wirklich genug Möglichkeiten. Dann habe ich noch so eine freie Hantelbank, wo ihr nochmal alles umstellen könnt, wie ihr Bock habt. Und für mich eigentlich das Wichtigste, die Kurzhanteln. Die Kurzhanteln kann man umstellen von 5 bis 45 Kilo. Da könnt ihr wirklich alles trainieren damit. In Kombination mit den Bänken. Ja, alles so Home-Trainer-Geschichten, mit denen ich halt überhaupt nicht trainieren wollen würde. Das ist alles nur so eine notgedrungene, praktische Geschichte und nichts. Ich will einfach einzelne, große, schwere Hanteln haben, die ich da bewege. Und sowas mit Umstecken und so weiter, das ist alles nicht meins. Braucht keine 80.000 Geräte, braucht man absolut gar nicht. Ich bin ja sowieso kein Bodybuilder oder so. Er hat auch überhaupt keinen Platz, sich irgendwie hinzulegen und Bauchübungen zu machen. Also, keine Ahnung. Ich bin ja gar nicht trainiert, entspannt ein, zwei Mal die Woche. Und ich mag es einfach privat zu trainieren, weil, wisst ihr, Freunde, Armprominenz, Digga, beim Fitness funktioniert einfach nicht, Freunde. Hat einfach nicht funktioniert. Ja, ich würde sagen, gehen wir rüber zu dem, ja, wahrscheinlich für euch interessantesten Raum, und zwar mein Arbeitsraum, okay? Let's go, das Häschen. So, das ist auch einmal hier der goldene Play-Button. Das ist der OG-Play-Button. Es gibt ja mittlerweile den neuen, aber den finde ich schon tausendmal. Da wird er nicht lange stehen. Der steht mit seinem Holzrahmen hier auf seinem Metall, leicht angelehnt. Ich wette, der wird da einige Male runterfliegen. Ja, ja. Ja, den hatte ich schon ein bisschen bekommen. 2017? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, den habe ich auf jeden Fall hier, der wird auf jeden Fall irgendwo noch aufgehangen. Ich habe noch keinen passenden Platz gefunden, habe mir gedacht, eventuell hier, einfach hier vorne. Ja, ja, da würde auch am besten passen, finde ich. Ich hoffe auch für Red Summer, für meinen Gaming-Channel. Und ich hoffe auch für alle anderen Channel, die folgen. Okay, dann würde ich mal sagen, Freunde, kommen wir rüber zum interessanten, kleinen... Ja, jetzt geht's in die heiligen Hallen. Jetzt bin ich gespannt. Aber fein, ab oder in die Arbeitsraum. Let's go, Digga. So, Freunde. Das ist es. Sehr fein. Wir sehen ja natürlich ganz, ganz verschiedene, viel... Wow. Ganz viele verschiedene Schuhe, Human Race, Vapor Max, Off-White, Fear of God, die Blazer von Nike Off-White, da sehen wir die 97er, da einzelne Stiefel von unzählige Jordan, natürlich auch Off-White Jordan, Gucci, die sind richtig hässlich, hier natürlich auch wieder Yeezy Stiefel, also da unten nochmal die Fear of God, hier nochmal in dieser Farbe, sehr, sehr nice. 6 Jahre am Sammeln bin. Und das. Ja, und da hat er die ganzen Dior-Sneaker, auf die wir eh schon reagiert haben. Da immer so ein Ding, das updatet sich immer. Ne? Also hier sind natürlich ganz andere Schuhe, die, ja, wie vor 6 Jahren, ganz klar. Und ich bin da er hat auch nicht mehr so viele. Hier sehen wir noch einige Speedtrainer, aber er hat auf jeden Fall schon ausgemistet. Am Aussortieren, am Updaten, am Wechseln. So sieht es gerade aktuell aus. Es kommen sogar noch viele weitere dazu. Also wir haben ja einfach auf der Seite komplett die ganzen Schuhe und auf der Seite. Insgesamt sind es Pi mal Daumen aktuell etwa 90. Ich muss aber sagen, eine Zeit lang gab es sogar über 300. Problem ist, Wahnsinn. Da waren halt von diesen 300 einfach mal 200 nicht in Anführungszeichen besonders genug. Und haben mir gedacht, komm, dann setze ich den Schnitt ein bisschen höher und habe dann eher weniger, aber halt wirklich dann, jeder muss knallen. So. Und ich bin mit den ganzen Schuhen auf jeden Fall relativ zufrieden. Ich trage alle, also falls ich... Ja, cool, das ist nice. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Schuhe, knapp 100 oder so, und tragen im Endeffekt 20. Also Fragen, wenn überhaupt. Ich stehe hier nur hier rum, nein, ich trage wirklich alle. Ich habe auch fast alle getragen sogar. Und mir ist auch immer wichtig, dass wirklich zu jedem Schuh oder zu jedem... Ich trage auch wirklich alle. Ich habe auch fast alle schon getragen. Klamottenteil auch immer ein passendes Outfit habe. Wenn es nicht der Fall ist, dann verkaufe ich es wieder. Folgt mir auf Instagram, Freunde, ihr wisst, apoLD. Ja, bei der Gelegenheit. Folgt mir auch gleich. Max Obimi. Brutalsten Outfit-Bilder auf dieser gesamten Welt. Nein, schwarze Gefahr. Ich werde euch jetzt... Nach mir natürlich. ...nicht alle Schuhe zeigen oder alle Klamotten.
sondern einfach nur ganz grob, okay? Da haben wir eine Schuhbox mit ganz vielen verschiedenen Laces, einige von Off-White, wie wir an diesem Orange kennen, und an dem Grün. Also wie man sieht, sind hier alle Klamotten, wenn man hat. Die Dior-Tasche ist mega nice. Hier einfach mal so ein Wandregal komplett hier rangeschraubt. Ja. Dann natürlich wieder die Klima am Start, die Supreme. Hat er nicht gemeint, die war fake oder so? Er wurde irgendwie verarscht? Wahnsinn, wie ich mich auskenne. Darunter nochmal LEDs, also das ganze Zimmer hat eigentlich LEDs. Das ist ein bisschen hell, wenn es dunkler ist. Der ein oder andere Hase kennt schon mal Gaming-Videos, dann ist alles eigentlich... Ja, hängen viele nice Sachen an. Hinten haben wir eine Off-White-Lederjacke, da das Dior-Shirt, das wir schon gesehen haben. Eine Supreme The North Face, eine zweite Supreme The North Face. Drüben haben wir noch eine Supreme The North Face Jacke gesehen. Da haben wir natürlich wieder einen Off-White. Boah, sind wirklich coole, nice Sachen dabei. Ja, hat alles eine entspannte Atmosphäre, schön mit den ganzen RGB. Dann noch eine Supreme North Face. Hier hat man relativ viele Jacken. Na, man hat die Jacken, man hat hier meine Hoodies. Ne? Und ja, ihr seht, das ist auch ein bisschen bunter hier. Ne? Also ich finde es eigentlich schon wichtig, dass man auch wirklich... Nach Farben sortieren, mein Freund. Das macht einiges aus. Farblich immer verschiedene geile Outfits hat, dass man halt auch nicht immer eintönig in denselben Kontrasten immer rumläuft. Okay, deswegen ist aktuell so, meine ganzen Klamotten sind eigentlich eher so ein bisschen bunter auch. Ne? Früher war es eigentlich eher so auf schwarz angelehnt. Aber jetzt der ganze Hase so ein bisschen bunter. Die ganzen Jacken sind hier. Hier sind ein paar Hoodies, ein paar Sweater hier von der Dior-Kollektion. Ganz viel, ihr wisst ja, ich habe einen Dior-Knacks bekommen. Dior-Knacks, Knacks, Knacks, überall Knacks bekommen. Kompletter Knacks hier bekommen. Das Marsmännchen. Das ist aktuell mein Lieblingsshirt, muss ich sagen. Ja, feier ich gar nicht. Da hatte ich auch ein geiles Insta-Bild gepostet. Zusammen in Kombination mit den UNC. Den Jordan 1 Off-White UNCs. Ja, das sind auch einer meiner Favorite-Schuhe generell. Jordan 1er sind von der Silhouette meine Lieblingsschuhe. Meine die Blazer, wenn es um High-Top geht. Und deswegen habe ich auch aktuell 17 Paar oder so von denen. Ja. Und die Balenciaga Speed Trainer, wenn man da High-Top dazu sagen möchte. Aber wie gesagt, wir wollen nicht komplett ins Detail gehen, sonst wird das Video auch zu lang, das wollen wir auch nicht machen. Da können wir mal vielleicht... Ja, hätte ein eigenes Kleiderschrank-Video machen können. Irgendwann mal ein einzelnes Video draus machen. Wenn ihr mal ein einzelnes Video sehen wollt zu meinen Schuhen, warum ich den Knacks bekommen habe, welche ich habe und ob ich Wert lege etc., dann schreibt mal einmal richtig den Like-Button, okay? Sei es jetzt hier so Seitentaschen. Ich bin ein großer Fan von Seitentaschen. Ich habe ja insgesamt etwa 8 Seitentaschen. Einige sind auch ausgeliehen, weil ich... Digga, so viele Leute kommen zu mir... Heftig, Bruder, kann ich das haben? Kann ich das ausleihen? Bitte, bitte. Ja, das ist so eine Sache. Also ausleihen ist echt so eine Geschichte. Ich hätte auch die Möglichkeit, mir ewig viel allein von Hummer und Harley auszuleihen. Aber ich weiß nicht, das dann anzuziehen und Fotos damit zu machen, fühlt sich so an, als würde ich so tun, als würde es mir gehören. Aber da könnte ich mir Schuhe und Klamotten ausbauen. Ende nie. Bitte, dann nehme ich es gerade wieder. Bruh. Hardys Kleiderschrank, hier nochmal verlinkt. Also... Der ist schon heftig, aber Hardy hat nochmal an Ärger. Ja, hier habe ich verschiedene Seitentaschen, sei es jetzt von Off-White, Gucci, Louis Supreme. Diese Seitentasche habe ich damals für 2800 Euro geholt. Ich weiß, ich habe Knacks gehabt, aber nein, habe ich nicht, weil die kostet jetzt 5000. Ja, komplett rasiert, Spaß. Mach keine Augen, bitte mach keine Augen. Refresh an Seitentaschen, Gucci, Off-White, Louis. Ich lege jetzt nicht unbedingt auf den Wert, dass es unbedingt die Marken sein müssen. Ich wollte Hauptsache, die müssen... Ich weiß, da hängt nichts, das nicht von einer Marke ist. Die einfach geil aussieht, ich finde die sind einfach geil auch aus, schlicht. Und für mich ist auch Wertstabilität mega wichtig, dass sie einfach wertstabil sind. Ich will nicht für die Tasche so viel Geld ausgeben und 3 Monate später kostet sie 3 Cent. So, bockt auch nicht, aber die Sachen sind eigentlich schon auch wertstabil. Genauso wie eigentlich die meisten meiner Klamotten. Das ist es auf jeden Fall. Hier noch eine Klimaanlage, ganz wichtig, ganz wichtig. Freunde, das ist jetzt mein Arbeitsbereich, gehen wir hier rüber. Und ich muss sagen, ich bin mega zufrieden mit dem Arbeitsbereich. Ich meine, guck mal, schaut euch mal diesen PC an. Ja, schon nice. Was ist das für ein PC? Schaut euch den mal an. Der hat ja nicht nur die besten Teile verbaut, der sieht auch einfach nur geil aus. Ich zeige euch mal, wie er von innen aussieht. Überall RGB-Beleuchtung ohne Ende und von innen auch ein Monster. Hier schön mit dem Logo. Ja, wie am Rummel, oder? Wie am Kirtok, der blinkt so leicht in alle Richtungen. Mein Team, das sieht einfach alles Baba aus von mir. Ich feiere das. Der ganze PC ist von meinem Partner Hightech Gamer. Ich werde dafür auch nicht bezahlt oder so. Ich feiere hier einfach. Ich liebe aber die Jungs. Grüße hier drauf. Ja, vielleicht kannst du mir auch so einen schicken. Ich möchte nämlich anfangen zu streamen. Auf YouTube, liebe Freunde. Ah, ich verrate schon wieder zu viel. Ich muss sagen, wir haben echt zusammen einen geilen PC kreiert. Checkt die Jungs ungefähr ab, wir sind auch oben verlinkt. Aber auch generell mein Equipment. Digga, da muss ich mich auch nochmal in Elgato bedanken. Wie gesagt, ich mache das nur so auf korrekt. Ich meine, die Jungs haben den Baba Greenscreens spendiert, der ist jetzt hier hinten. Hier diese ganzen. Einen Baba was? Greenscreens? Ich mache das nur so auf korrekt. Ich meine, die Jungs haben den Baba Greenscreens spendiert. Jetzt hier hinten.
hier diese ganzen Lichter, ganz wichtig für meine Videos, Aufnahmegeräte und dann nochmal ein Stick, mit dem ich diese Baba-Kamera hier oder die Kamera als Webcam use kann, hier auf meinem PC. Digga, ihr regelt raus, Mann. Deswegen, egal, das auf jeden Fall auch verlinkt. Ja, können mich auch gerne sponsern, dann muss ich nicht Geld für Equipment ausgeben. Ich hätte auch gerne einen Greenscreen. Die machen echt das brutalste Equipment, so für Gamer. Am Ende des Tages haben wir eine Kamera, die wird hauptsächlich genutzt, ne, für meine Gaming-Videos und generell auch so für andere Videos. Und was hat er da hinten aufgeklebt? Das würde mich auch interessieren. Soll das ein Kreuz sein? Hier haben wir noch eine Kamera für einen anderen Winkel. Und wir haben drei Monitore. Alle sind curved. Alle Monitore sind curved. Ja, die beiden sind weiß. Den werde ich wahrscheinlich ersetzen lassen, auch durch einen weißen Monitor. Das geht sich ja gar nicht mehr aus. Du bist ja eh schon so eingezwängt. Wo willst du jetzt noch so einen fetten Display unterbringen? Weil ich es einfach auch so geiler finde. Ja, wir haben hier Mauspad mit LED, Maus mit LED, Tastatur. Wahnsinn, Bombenausrüstung. Mit LED, eigentlich ist alles hier mit LED. Er hat auch diese Ladestation für das iPhone. Ja, wir haben hier sogar auch entspannt ein Handy-Ladegerät wireless. Ne? Ist auch sehr entspannt, legt einfach hier Handy ab, bam, legt nach. Ihr habt ja alles noch schön auf den Überblick. Hier noch so ein Teil, Fernbedienung für meine Klimaanlage, muss immer griffbereit sein. Ein Controller und mein Mikrofon. Ja. Was ist das für ein Mikro? Damit wurde auf jeden Fall der ein oder andere Song aufgenommen, Freunde. Kein Joke, Digga. Lambo Gallardo wurde damit aufgenommen. Billo wurde damit aufgenommen. Das Teil hier. Job gesellt. Und ich würde sagen, das war's auch mit der gesamten Haustour. Klar, man hat noch Keller, Schlafzimmer etc. Braucht man aber nicht zeigen, ist auch nicht so wichtig. Lass auf jeden Fall ein Like da, wenn er ein detailliertes... Also Schlafzimmer und so weiter hätte ich schon noch gern gesehen. Vielleicht macht er ja nochmal ein Video und vielleicht macht er vor allem ein Kleiderschrank-Video, wo er auf die einzelnen Pieces eingeht. Wenn er das macht, sind wir natürlich auf jeden Fall am Start. Liebe Freunde, das war's schon wieder, ja? Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, was euch hier am besten gefallen hat. Und was euch gar nicht gefallen hat, würde mich auf alle Fälle sehr, sehr interessieren. Seid pumped auf meine neue Modemarke MAM. Ich halte es kaum noch aus, bin so gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Seid auf jeden Fall schnell, dann wird gekoppt. Ich bin mir sicher, dass wer zum ersten Mal bestellt, auf jeden Fall bei jeder Kollektion versuchen wird, wieder zu bestellen. Ich werde mich blöd, das war's von mir. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mich gefunden habt. Ich bin Nadja Hoffendörfer, ich bin Channel-Medium, ich bin Beraterin mit Leib und Seele und Quantenheilerin und ich bin reich!